Willkommen bei Q4C Beauty, ich bin Mara und heute geht es um die Bare Minerals Lip Quickies. Ich habe sie in dieser Tasche bekommen und ganz nach dem Motto, es ist pink, es glitzert, ich muss es haben, hatte ich einen kleinen Herzstillstand, als ich diese Tasche erblickte, in der sie kam. Und die gibt es im Moment im Set, da ist immer eine Tasche dabei, da könnt ihr einfach mal schauen, wenn euch die interessieren. Und ich erzähle euch heute ein bisschen drüber was und ich muss euch auch gleich noch eine kleine Beichte ablegen. Das mache ich nämlich gleich sofort. Da waren drei Stifte drin und ich dachte so, ja, die ganze Zeit, okay, ich habe drei wundervolle Farben bekommen. Eine Koralle, einen Rotton, den ich heute auch trage und noch so ein bisschen Newton. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, tada, es gibt ja nicht nur diese drei Farben hier oben, es gibt auch noch drei unten. Ich habe irgendwie immer gedacht, es werden oben und unten die Farben angezeigt, habe aber gar nicht gemerkt, dass die sich so ein bisschen unterscheiden. Ich muss sagen, ich bin ja absoluter Lippenprodukt-Fetischist. Ich liebe rote Lippen und Lippenprodukte über alles und ich trage heute auch, das sage ich euch gleich mal, den Candy Cherry. Der ist in dem Finish Glossy brillant und ihr seht es auch vielleicht schon, der wirkt sehr saftig, der wirkt sehr frisch, der kommt einfach so, der macht volle Lippen, weil er einfach dieses Glossy Finish hat und der lässt sich wirklich wunderbar auftragen. Ich mache den mal auf, die kommen nämlich alle in so einer Stiftform, die man dann hochdrehen kann und dann habt ihr einfach eine wunderbare Stiftführung, um einfach akkurate Linien zu zeichnen und das gleichzeitig als Lip Liner zu benutzen und es dann aufzufüllen. Und das ist wirklich eine super, super schöne Farbe. Ich mache euch vielleicht, ich male die hier mal auf. Also die tragen sich wirklich auf wie Butter, auch wenn sie auf der Hand ein bisschen uneben aussehen. Auf der Lippe verliert sich das und das ist wirklich so eine schöne Farbe. Was ihr natürlich auch machen könnt, weil die andere Seite hat immer ein mattes Finish und beziehungsweise ein semi-mattes Finish. Und das ist jetzt Bordeaux. Das trage ich einfach mal daneben auf. Und wie ihr seht, ist das ein Ton dunkler. Das ist auch schon wieder so ein richtiges Herbstrot. Und ihr könnt natürlich auch die semi-matte Farbe auftragen und in die Mitte von der Lippe, weil die Farben sich immer so ein bisschen ähneln, könnt ihr dann diesen Glossy-Ton nochmal aufgeben. Und dann habt ihr natürlich nochmal eine vollere Optik, aber verblendet das ein bisschen mit so einem ganz leichten Tupfen, damit ihr einfach nicht so einen Farbklecks habt, sondern einfach einen leichten, schönen Ombre-Übergang. Ich zeige euch die anderen zwei Stifte, die vier Farben, auch nochmal. Das Prinzip ist das gleiche. Ich kann hier auch wieder nur Gutes berichten. Diese Farbe hier hat es mir auch sehr angetan. Das ist auch wieder ein Glossy Finish. Das ist Pink Punch. Den hatte ich auch schon für andere Videos drauf. Und er kommt wirklich, wirklich toll in der Kamera und Fotos rüber. Das ist so ein schönes, sanftes Pink, was nicht zu kreischend ist. Das mag jetzt vielleicht täuschen, aber je nach Lippenfarbe verliert es auch ein bisschen von, hier ist es, ein bisschen von seiner, von seiner Grelligkeit. Probiert das mal aus, das ist wirklich echt eine tolle Farbe, die auch wirklich toll auf den Lippen aussieht, weil sie dieses Glossy Finish hat. Und dazu auf diesem Stift kommt nämlich noch Plush, auch eine schöne Farbe, ein schönes Nude. Und ich kann euch sagen, das ist jetzt semi-permanent. Ich kann euch sagen, die beiden zusammen, das ist auch ein Träumchen. Also wie gesagt, mein Tipp von eben, den in die Mitte so ein bisschen und nach außen so vertupfen. Oh, ich bin verliebt und ich kann es nicht anders sagen. Ich würde wahrscheinlich euch keine Produkte mit so viel Euphorie vorstellen, wenn ich sie nicht wirklich toll finden würde. Das Tolle ist auch, ne, ihr nehmt so einen Stift mit in die Tasche und nie war es einfacher, unterwegs Lippen aufzufrischen, einfach weil ihr keinen Lip Liner braucht, weil ihr euch nicht mit so einem fetten Lippenstift um eine exakte Linie am Lippenrand bemühen müsst. Das geht zack drauf und fertig ist der Spaß. Ich zeige euch jetzt noch Lush Nectar, das ist auch wieder der Glossige zuerst. Das ist auch so ein, ich mache es einfach mal hier oben, so ein rosa Newton, vielleicht schon ein bisschen ins Altrosa gehend hier oben. Also hier unten jetzt, wenn ich meine Hand drehe. Und der passende dazu ist, ich lese es einfach nochmal vor, Trüffel. Ach, ja. Da denke ich ja gleich an Trüffelpizza oder Trüffelnudeln. Ein Gedicht, sage ich euch, aber leider auch wahnsinnig teuer. Von dem Geld kann man sich natürlich schon die Lip Quickies holen. Genau, das ist Trüffel, der ist so ein bisschen bräunlich angehaucht, es kommt aber wieder, diese Kylie Jenner Lippe, ich weiß nicht, ob die euch was sagt, ansonsten schminke ich die auch mal sehr gerne für euch, die ist gerade wirklich sehr, sehr angesagt und das ist so ein Ton, der geht natürlich in diese Richtung, damit könnt ihr einen Trend setzen, würde ich mal sagen.
Und das sind die Farben. Ich zeige die euch nochmal in Nahaufnahme im Blogartikel. Dann könnt ihr die sehen. Dann müsst ihr jetzt nicht hier die ganze Zeit so verzweifelt mit eurer Brille oder auch nicht die Augen zusammenknipsen und versuchen, hier hinzusehen. Genau, die sind wirklich, wirklich toll. Also, wenn ihr noch ein tolles Weihnachtsgeschenk sucht, dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, damit seid ihr auf der sicheren Seite, weil das Auftragen auch wirklich leicht ist und es vielleicht auch mal jemandem Spaß macht, neue Farben oder auch so dunkle Farben oder einfach mal ein bisschen knalligere Farben auszuprobieren, ohne dass er da gleich mit einem Lippenstift hantieren muss, weil wie gesagt, das Finish ist sehr, sehr angenehm zu tragen. Das ist auch sehr leicht, wenn ihr diese Brillanten nehmt. Das könnt ihr natürlich auch, indem ihr nochmal auf so einen Kleenex beißt und macht nochmal ein bisschen wegnehmen, diese Sattigkeit. Also mit denen könnt ihr wirklich rumspielen und ich finde sie einfach toll für unterwegs. Deswegen kommen die jetzt wieder in mein Täschchen, was ich hier hingelegt habe, genau. Und dann packe ich die zusammen und packe meine Tasche und fahre los ins Büro und dann bin ich eigentlich schon fertig. Da kommt natürlich noch ein bisschen was mehr rein. Und ich würde sagen, danke, dass ihr heute zugeschaltet habt. Ich habe mich sehr gefreut. Wenn ihr Fragen oder anderes habt, natürlich ab in die Kommentare damit. Wir sehen uns bald wieder bei qvcbeauty.de. Macht's gut. Tschüss.